Auf jeden Fall viel blaue Farbe, aber auch viel innere Welten meinerseits. Und ich versuche natürlich immer mit meinen blauen Bildern auch innere Welten beim Betrachter wieder zu bewegen, dass man auch in meinen Bildern wieder Lust bekommt, in blaue Freiheiten einzutauchen. Und ich freue mich sehr, dass wir es heute auch wieder live machen können und auch live und in blauer Farbe. Zu den ganz normalen Öffnungszeiten, sage ich mal, ganz wieder der Kunst, so zu Öffnungszeiten, das finde ich natürlich auch richtig spitze, weil man dann immer, sage ich mal, richtig mit Anmeldung und ganz konstant durch die Ausstellung gehen kann, wie es einem denn gerade auch terminlich passt und natürlich auch mit dem nötigen Abstand, den wir aktuell natürlich auch ein bisschen brauchen. Am 7. Oktober wird auch noch mal eine zusätzliche Möglichkeit sein, sich die Ausstellung anzuschauen bei der Blauen Stunde. Das ist auch ein cooler Titel eigentlich, weil ich fühle mich immer sehr vom Norden inspiriert und da gibt es auch eine Blaue Stunde. Und deswegen finde ich das umso spannender, dass wir das auch so genannt haben, dass wir dann ins Tiefblaue eintauchen können und zusammen nochmal durch die Ausstellung gehen können. Und es wird auch ein Künstlerfrühstück geben. Es wird auch cool werden, weil man da direkt über die Bilder sprechen kann und auch im gemeinsamen Miteinander eintauchen kann.